Hallo zusammen, ich melde mich heute mal wieder von der frischen Luft und zwar möchte ich euch gerne mitnehmen auf eine kleine Exkursion hier auf den Pariser Platz, genauer gesagt vor das Brandenburger Tor. Ihr könnt hinter mir sehen einen riesengroßen Weihnachtsbaum, leider sind die Lichter noch nicht an, das kommt erst, wenn es ein bisschen dunkler wird und mindestens genauso wichtig hinter mir die größte Menora in Deutschland. Also Menora ist dieser, wir würden sagen, dieser komische Kronleuchter und das ist eines der heiligsten Symbole in der jüdischen Religion. Und warum habe ich das gemacht? Diese Menora steht nämlich für eine Legende und zwar für das Fest Chanukka, das Fest des Lichtes. Und da geht es der Legende nach darum, dass es eine Öllampe gab, die Licht geleuchtet hat in dunklen Zeiten. Und selbst als das Öl alle war, hat diese Lampe immer noch weiter gebrannt. Und daraus hat man jetzt abgeleitet, dass man in schweren Zeiten ein Signal der Hoffnung sieht. Das ist quasi das leuchtende Licht. Und ich finde, das passt irgendwie auch so ein bisschen jetzt kurz vor Weihnachten, wo wir wieder diskutieren über einen Corona-Lockdown und über weitere härtere Maßnahmen, dass man da einfach nicht vergisst, am Ende ob siegt die Hoffnung und positiv denken ist immer noch besser, als sich in der Dunkelheit zu vergraben. Das war jetzt sehr pathetisch. Nicht ganz so pathetisch, sondern viel nüchterner ging es hier im Deutschen Bundestag zu. Und zwar hatten wir Haushaltswoche. Die länger dabei sind, die wissen das vielleicht. Das heißt, wir haben hier keine Ausschusssitzungen und auch ein bisschen anderes Plenum. Es geht also de facto nur noch um die Haushalte, das Einbringen der jeweiligen Haushalte. Und das habt ihr vielleicht in den Medien schon gehört, der hatte es in sich. Es ist ein Rekordhaushalt, aber leider nicht im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne. Wir nehmen nämlich über 180 Milliarden Euro neue Schulden auf. Und das hängt natürlich mit der Corona-Pandemie zusammen, um eben einfach diese wirtschaftlichen Folgen, die trotz dieser Hilfen immer noch da sein werden, vielleicht ein Stück weit abzumildern. Und insgesamt sind wir dann bei 500 Milliarden Euro. Das ist der größte Haushalt, den wir jemals hier im Deutschen Bundestag beschlossen haben. Dann vielleicht noch ein bisschen ins Detail. Ich gucke mein Ressort, das Ministerium für Inneres, und da gibt es ja noch vieles mehr, hat 18,4 Milliarden Euro Budget, also auch wieder ein Rekordhaushalt. Aber damit ihr das mal einordnen könnt, das Ministerium für Arbeit und Soziales hat 164 Milliarden Euro Budget. Das liegt natürlich daran, dass viele Sozialleistungen dort ausgezahlt werden, Auszahlungen sich dort überschneiden, aber mal zum Vergleich, 164 Milliarden Euro für Arbeit und Soziales, 18,4 für die innere Sicherheit. Immer noch viel Geld, aber ihr seht, wo die Prioritäten sitzen. Ja, was war noch diese Woche? Natürlich der Streit um die Rundfunkgebührenerhöhung. Ihr habt das vielleicht verfolgt, die CDU Sachsen-Anhalt sagt das bereits seit 10 Jahren, dass wir dort eine Beitragsstabilität wollen. Es gab dann sogar noch mal eine Eskalationsstufe. Unser Innenminister Holger Stahlknecht wurde abberufen, was ich sehr schade finde. Ich kann aber leider, muss man so sagen, auch die Reaktion des Ministerpräsidenten nachvollziehen, denn eine Minderheitsregierung unter AfD-Tolerierung kommt für uns als CDU Sachsen-Anhalt auf keinen Fall in Frage. Und ich selbst bin auch jemand, der da sagt, da ist eine ganz klare rote Linie, die wir auch halten müssen. Das hat der Ministerpräsident getan. Insofern Entscheidung nachvollziehbar, aber trotzdem schade. Gut ist hingegen, dass wir jetzt den Rundfunkstaatsvertrag nicht verhandeln werden, dass die Gebühren nicht steigen werden. Und ich möchte das nochmal für alle sagen, die jetzt zuschauen und sich vielleicht nicht mit dem Thema befasst haben. Es geht nicht um 86 Cent Erhöhung, sondern es geht um die Strukturfrage, reichen 9,1 Milliarden Euro aus für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um ihn zu reformieren? Ja oder nein? Und uns noch ganz wichtig, dass wir sagen, es kann ja nicht sein, dass es Rundfunk- und Sendeanstalten gibt, die sagen, wir wollen gar keine Reform umsetzen, sondern unsere Antwort ist einfach mehr Geld. Da wird jetzt nochmal neu darüber diskutiert, das halte ich für eine gute Sache und ich finde es ebenso gut, dass unsere Regierung hält. Damit sind wir auch schon fast am Schluss dieses Videos angekommen. Da gibt es immer einen kleinen Ausblick. Nächste Woche natürlich nochmal hier die letzte Sitzungswoche im Deutschen Bundestag. Dann verspreche ich euch noch ein bisschen weihnachtlichere Stimmung. Ich werde wieder im Wahlkreis auch unterwegs sein. Der Prozess um den Halle-Attentäter wird seinen Abschluss finden und am Ende jedes Videos gibt es ja immer diesen sogenannten Fun Fact und der hat in dieser Woche zu tun mit der Zahl 86. Ich hatte schon gesagt, 86 Cent war die Frage der Gebührenerhöhung, aber damit zusammenhängt auch noch der höchste Berg der Welt und zwar der Mount Everest. Der wurde nämlich neu vermessen und man hat festgestellt, dass der 86 cm höher ist, als man eigentlich gedacht hat. Und damit hat er eine Gesamthöhe von 8.848,86 Meter, der höchste Berg der Welt. Und da liegt auch schon Schnee. Ich hoffe, wir kriegen auch noch ein bisschen Schnee und stimme euch damit jetzt auf hoffentlich auf ein schönes drittes Adventswochenende ein mit euren Familien. Erholt euch ein bisschen. Wie gesagt, wir sehen uns nächste Woche nochmal und dann geht es tatsächlich in die wohlverdienten Weihnachtsferien. Bis dahin, alles Gute und bis bald.